Einen schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen der Literaturedition Niederösterreich des Landes Niederösterreich sehr herzlich begrüßen zu einer Buchpräsentation. Es ist eine Buchpräsentation ein bisschen der ungewöhnlichen Art, aber Sie kennen ja das Jahr 2020. Was war in diesem Jahr schon gewöhnlich, gewöhnlich unter Anführungszeichen? Aber es ist ein ungewöhnliches Buch, das wir Ihnen in den nächsten 60 Minuten präsentieren wollen. Es geht um das Buch L&L, erschienen vor wenigen Tagen in der Literaturedition Niederösterreich. Mein Name ist Reinhard Linke, ich bin Journalist beim ORF Niederösterreich und ich habe gemeinsam mit Günter Oberholenzer, dem Kurator der Landesgalerie Niederösterreich in Krems, dieses Buch herausgegeben. Es war eine sehr spannende Zeit, es waren aufregende Tage, Wochen, Monate. Wir haben sehr viel diskutiert, was reinkommen soll, was nicht reinkommen soll. Es geht nämlich um zwei Künstlerinnen, teilweise um das, man könnte sagen, Gesamtövre, um das Lebenswerk einer der beiden Künstlerinnen. Die eine ist Schriftstellerin, die andere ist Malerin. L&L, Lotte Ingrisch und Linde Waber. Beide haben viele Beziehungen zu Niederösterreich. Sie wohnen teilweise in Niederösterreich. Ihre Texte, ihre Werke, ihre Bilder haben sehr viel Beziehung zu diesem Bundesland. Die eine wohnt in Weitra, hat früher in Rindelberg und in Obertürnbach gewohnt. Die andere ist geborene, gebürtige Zwettlerin. Noch immer mit dem Haus, mit dem Elternhaus bzw. mit dem Großelternhaus dort wohnhaft. L&L, Linde und Lotte, verbindet eine sehr lange, man könnte fast sagen lebenslange Freundschaft. Es hat auch gemeinsame Projekte gegeben. Und dieses Buch ist eine Retrospektive der gemeinsamen Vergangenheit dieser beiden Künstlerinnen. Günter Oberholenz und ich, wir haben versucht, dieser tiefen Verbundenheit ein wenig auf die Spur zu gehen, anhand von Texten von Lotte aus den letzten 60 Jahren und auch anhand von Bildern von Linde aus den letzten 5 bis 10 Jahren hauptsächlich, aber auch es gibt viele Tageszeichnungen von Linde. Linde führt seit mehr als 25 Jahren, glaube ich, quasi ein Tagebuch. Jeden Tag zeichnet sie das, was sie erlebt hat, was sie gesehen hat. Auch Freunde dürfen dann unterschreiben. Wir haben das heute schon gemacht. Und sie gestaltet diese Tageszeichnung ja wie ein Albumblatt aus. Wenn Sie sich fragen, wo wir hier sind, und es ist ein wunderbares Ambiente, wir sind im Atelier von Linde Waber. Es ist in Wien, es ist im 20. Wiener Gemeindebezirk in der Brigittenau. Die Adresse ist Gaußplatz 11. Diese Adresse hat eine große Bedeutung für die beiden Künstlerinnen. Dieses Haus war für beide und für das Leben dieser beiden sehr, sehr wichtig. Lotte hat mit ihrer Familie nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit lang hier gewohnt. Linde wohnt seit Anfang der 60er Jahre hier. Aber die beiden haben nie gemeinsam quasi unter einem Dach hier am Gaußplatz 11 gewohnt. Aber es gibt auch ein wunderschönes Buch, Gaußplatz 11, mit einem Text von Lotte, mit Bildern von Linde und auch mit Fotos von Bodo Hell. Und Bodo wird im Lauf der nächsten Stunde noch eine Rolle spielen. Was steht bei dieser Präsentation in den nächsten 60 Minuten noch auf dem Programm? Es ist eine besondere Ehre für uns, dass Landeshauptfrau Johanna Mick-Leitner heute ins Atelier gekommen ist zu dieser Buchpräsentation. Günter Oberholenzer wird mit Linde Waber über ihr Werk und über ihre Werke sprechen. Und wir schalten in die Wohnung von Lotte Ingrisch in der Wiener Hofburg. Dort wird Bodo Hell mit der Schriftstellerin plaudern und Lotte wird auch einen Text präsentieren. Es besteht auch für Sie, geschätzte Damen und Herren, die Möglichkeit, Fragen an die beiden Damen zu richten, nachdem diese Live-Buchpräsentation über YouTube übertragen wird, können Sie ganz einfach ins Kommentarfeld der
der Übertragung Ihre Fragen schreiben. Wir werden sie am Ende der Präsentation dann den beiden Damen weiterreichen. Und wir begrüßen auch hier im Atelier von Linde die Schauspielerin Anne Bennent. Sie wird Ingrisch-Texte interpretieren und Otto Lechner. Zuerst aber darf ich Frau Landeshauptmann Mick-Leitner Sie um, wie sagt man hier, Grußworte über, Sie kennen das Buch schon, Sie haben ja gesagt, Sie haben schon reingeblättert, ein bisschen über Kunst, Kultur in diesem Land und vielleicht auch über die Bedeutung und den Stellenwert von Kunst und Kultur mit uns sprechen. Ja, liebe Linde Waber, vor allem aber auch Lotte Ingrisch, die in ihrer Wohnung in der Hofburg zugeschalten ist, die heute leider nicht mit dabei sein kann, wie vor allem auch viele von Ihnen, die bei dieser Buchpräsentation wahrscheinlich gerne mit dabei gewesen wären. Für uns alle eine sehr herausfordernde Zeit und vor allem auch eine sehr schwierige Zeit. Eine schwierige Zeit für unsere Künstlerinnen und Künstler. Und so ist diese Buchpräsentation auch ein ganz, ganz großes Highlight für uns alle, wo zwei ganz große Persönlichkeiten heute bei dieser Buchpräsentation im Mittelpunkt stehen, aber vor allem auch direkt im Buch. Und der Herr Linke hat schon gesagt, zwei Frauen, zwei großartige Frauen, die über 60 Jahre engstens befreundet sind, die vor allem auch künstlerisch verbunden sind. Die eine bildende Künstlerin, die andere tolle Autorin, tolle Schriftstellerin. Und sie haben ganz viel erlebt in den letzten 60 Jahren, verwurzelt in Wien, vor allem aber auch in Niederösterreich im Waldviertel. Und daher ist es, glaube ich, auch kein Zufall, dass gerade in der Literaturedition Niederösterreich dieses Buch herausgebracht wird, das dritte gemeinsame Buchprojekt zweier großer Persönlichkeiten, Persönlichkeiten, die nicht nur national bekannt sind, sondern international und wirklich ganz große Größen in der Kunst- und Kulturwelt sind. Und es ist für mich einfach schön, heute hier mit dabei sein zu dürfen, wenn dieses Buch vorgestellt wird, die tollen Geschichten, Erzählungen, vor allem von Lotte Ingrisch und vor allem auch diese wunderbaren Bilder, die im Buch zu finden sind, von von Linde Waber. Beide natürlich mit L und deswegen auch L und L, der Titel des Buches. Und wenn Sie sich hier umschauen, ganz tolle Bilder, die einfach beeindruckend sind. Eine tolle Kulisse. Und diese Kulisse finden wir aber nicht nur hier, sondern diese tollen Bilder finden wir auch hier in diesem Buch. Und liebe Frau Waber, wir sagen ein herzliches Danke, dass heute dieses Atelier hier für uns, für diese Buchpräsentation geöffnet wird. Linde Waber ist wirklich eine ganz tolle Persönlichkeit, wo ich Ihnen ein ganz großes und herzliches Danke sagen darf, dass Sie Niederösterreich immer die Treue gehalten haben und vor allem auch eine ganz tolle Botschafterin des Kulturlandes Niederösterreichs in die Welt hinaus sind. So wie Lotte Ingrisch letztendlich auch eine ganz tolle Persönlichkeit ist, die auch immer wieder die Fahne hochhält, wenn es um Niederösterreich geht, wenn es darum geht, zu sagen, was es zu sagen gilt, um die Menschen auch wachzurütteln. Und daher auch, liebe Lotte, zu dir in deiner Wohnung herzliche Grüße von uns allen. Es ist einfach schön, dass es euch beide gibt. Ihr hattet auch einen runden Geburtstag, Linde Waber und du. Du deinen 90. Geburtstag, Linde Waber ihren 80. Geburtstag. Ich bin ja mittlerweile 56, aber diese Freundschaft hält länger, als ich bereits am Leben bin. Und das zeigt schon diese tollen Bande. Und in diesem Buch ist auch einiges zu lesen über die Intensität der Freundschaft, was diese beiden Damen auch verbindet. Und ich habe mich schon ein bisschen eingelesen und es ist einfach wirklich unglaublich schön, das zu lesen, dieses wohlige und warme Gefühl zu verspüren beim Lesen der Texte und vor allem auch beim Ansehen dieser wunderbaren Bilder. Euch beiden, liebe
Lotte und Linde, wenn ich das zu salopp sagen darf, euch beiden wirklich ein ganz großes und herzliches Dankeschön. Und die, die Sie heute zuschauen und gerne mit dabei wären, wir stehen einige Tage vor Weihnachten, da brauchen viele von Ihnen wahrscheinlich auch noch ein Geschenk. Also L&L für spannende Tage zu Weihnachten, Ihnen allen auch jetzt schon ein gesegnetes Weihnachtsfest, aber heute mal eine unglaublich schöne Präsentation hier in diesem wunderbaren Atelier und vor allem auch mit einem unglaublich tollen Rahmenprogramm, das uns erwartet. In diesem Sinne noch einmal vielen herzlichen Dank beiden großartigen Persönlichkeiten, großen Frauen, die für uns alle ein ganz großes Vorbild sind. Denn wir, die heute auch mitten im Leben stehen, haben hier ganz große Vorbilder, die um ihre Rechte, um ihre Anerkennung auf alle Fälle ordentlich kämpfen mussten. Und es hat sich im wahrsten Sinne bezahlt. Linde Waber und Lotte Ingrisch, vielen herzlichen Dank und weiterhin alles Gute und vor allem viel, viel Gesundheit. Danke, Otto Lechner, man könnte Ihnen stundenlang zuhören. Ja, welche der Kunstgattungen ist die stärkste? Ist es die Musik? Ist es die Literatur? Ist es die bildende Kunst? Wir wissen es nicht, zum Glück. Linde Waber gehört zu den interessantesten bildenden Künstlerinnen Österreichs. Geboren wurde sie in Zwettl, studiert hat sie an der Hochschule für bildende Künste in Wien, Grafik. Sie hat dann nachher auch ein Studienjahr in Japan verbracht, ein Land, das sie sehr stark geprägt hat.
Und wenn man auf ihrer Website nachschaut, lebt sie, wie sie schreibt, freischaffend in Wien, in Zwettl und auf Reisen. Und diese Reisen haben sie in zahlreiche europäische Länder geführt in den letzten Jahrzehnten, aber auch nach Japan natürlich, China, in die USA, in den Oman oder in viele Länder Afrikas. In den letzten Jahrzehnten hat Linde Wabe ihre Werke in unzähligen Ausstellungen im In- und im Ausland gezeigt, an sehr renommierten Häusern. Sie hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten, unter anderem auch das große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. Sie arbeitet sehr gerne quasi spartenübergreifend und vor allem mit Literaten zusammen, etwa mit Friederike Mayröcker, mit Bodo Hell, der heute noch zu Wort kommen wird, und natürlich mit Lotte Ingrisch. Das Wort ist nun bei Linde Wabe und Günter Oberholenzer. Einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Danke, Linda. Danke, dass wir hier sein dürfen. Es ist, glaube ich, nicht so schön, dass wir nicht mit vielen Menschen gemeinsam im analogen Raum feiern können, diese wunderbare Buchpräsentation. Auf der anderen Seite kann man aus der Not auch eine Tugend machen und etwas Besonderes, glaube ich, für die Zuseherinnen und Zuseher ist, dass wir hier jetzt bei dir im Atelier sein können. Und Sie alle dadurch auch einen Einblick ins Atelier bekommen, etwas, was für mich als Kurator zu dem Schönsten gehört in meinem Beruf, nämlich die Künstlerinnen, die Künstler zu besuchen, mit ihnen in diese Lebenswelt, in diese Arbeitswelt, in diesen Kraftraum, ich bin da bewusst immer ein bisschen pathetisch, eintauchen zu können. Und ich glaube, wenn man sich hier umsieht, beziehungsweise wenn man das auch bei der Übertragung durchaus mitbekommen kann, ist das ein besonderer Ort hier. Und ich bin dankenswerterweise hier mehrmals schon bei dir zu Gast gewesen und muss wirklich sagen, es ist ein Kraftort. Und es ist bei dir eben auch diese Vermischung, diese Vermengung zwischen einem Lebensraum und einem Kunstraum, der diesen Ort so besonders macht. Und ganz herzlichen Dank, dass wir eben hier heute diese Buchpräsentation machen können. Und wir haben uns ja vor ein paar Tagen hier im Atelier getroffen und haben gesagt, das müssen wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen besonders machen. Und wir haben uns dann entschieden, natürlich in erster Linie für das Publikum zu Hause hier Zeichnungen aufzuhängen, die auch im Buch, in diesem wunderbaren Buch abgebildet sind und haben hier sehr viele großformatige Zeichnungen arrangiert. Hinter uns etwa sind drei große Blätter zu sehen, die hier im Atelier entstanden sind, zu Urelementen, dem Wasser, der Erde oder hinter mir zu sehen zur Luft. Aber sonst sind eigentlich alle Arbeiten, wie ich nochmal sicherheitshalber bei dir nachgefragt habe, dezidiert in Zwettl entstanden, so unter anderem eben auch das Titelmotiv der Ausstellung, das Sie hinter Otto Lechner sehen können. Und jetzt wollte ich dich einfach bitten, ob du ein wenig über diese Arbeiten uns etwas erzählen könntest. Na ja, gerne. Also folgendes, Kraftort. Die Lotte, meine geliebte Lotte, wir haben eine schwesterliche Beziehung zueinander, die hat hier in dem Raum einmal ausgependelt und hat gesagt, du, das ist ein Kraftort. Jeder, der hier hereinkommt, bei dem fängt die Energie und die Kraft an zu kreisen. Also ich hoffe, dass das jetzt alle auch spüren, dass diese Kraft hier kreist, so wie Lotte gesagt hat. Und ja, würde mich auch freuen, wenn diese Corona-Zeiten wieder je einmal zu Ende kommen, dass ich auch ab und zu liebe Menschen wieder hier im Atelier empfangen darf. Naja, mir fällt es ein bisschen schwer, das Sitzenbleiben. Ich habe schon allen angedroht, dass ich aufstehen werde. Und ich möchte ein bisschen herumzeigen, was diese Bilder anbelangt. Diese drei großen hinter mir, die sind auf diesem Boden hier entstanden. Sie sind ja viel zu groß, 2x2 Meter, das kann man ja nicht bewältigen mit Atelier, also eine Staffelei und irgendwie. Also ich knie auf den Bildern, ich rutsche drauf herum und überschwemme alles mit Wasser, dazwischen zeichne ich, dann kratze ich und so ist das. Also die sind hier im Atelier entstanden, aber eigentlich alle anderen Bilder, zum Beispiel das, das jetzt auch auf dem Titel ist, L plus L, ist im Garten. Wenn man genau hinschaut, das ist jetzt ein Geheimnis, dann sieht man die Wäsche dort hängen, links. Das, was so toll ausschaut,
ist eigentlich hängende Wäsche. Und aber vorne stehen diese Schule der, die Sessel der Schule der Unsterblichkeit von Lotte Ingrisch. Lotte hat ein paar Jahre eine Schule der Unsterblichkeit gehalten, gemeinsam mit ihrem Mann Gottfried von Einem. Und da ich immer so große Feste hatte in Zwettl, so 200 Leute, 100, 150, hat sie mir diese Sessel geschenkt. Inzwischen sind die Planen von den Sesseln vom Alter zerrissen. Meine Enkelkinder haben sie mal bemalt, das war dann eine Zeit lang recht nett, aber dann ist die Farbe verblichen und jetzt sind nur noch die Skelette von den Sesseln da und passt wieder zu Lotte und zu mir. Die Geister, die können sich noch draufsetzen. Und ich finde, die Lotte ist so oder so sowohl hier noch wohnhaft. Sie hat auch gesagt, dass sie noch immer am Gaußplatz 11 wohnt. Sie hat aber auch in Zwettl bei mir gewohnt und die ist da überall drinnen. Das andere Bild daneben, dieses schwarze mit blau, das ist ein Baum, an dem Holzplatten aufgenagelt sind, die hat noch der Erich Steininger. Das sieht man da unten. Man erkennt das alles nicht. Es gehört sehr, sehr viel Fantasie für meine Bilder. Aber man sieht schon, das sind die Reste von den Holzplatten vom Erich Steininger, das ein ganz, ganz lieber Freund war, oft bei mir in Zwettl, viele gemeinsame Feste. Und ja, er lebt leider nicht mehr. Also das ist alles Zwettl. Und magst du zu der großen Arbeit noch etwas sagen, die auch hinter dem Otto Lechner noch zu sehen ist auf der anderen Seite? Also das ist Covid-2020. Wir haben natürlich alle einen wahnsinnigen Schrecken bekommen mit dieser Corona. Das verbindet ja heute alle Menschen. Und da habe ich in dieser ersten Zeit immer wieder im Fernsehen diese vermummten Figuren gesehen. Und das sieht man auch hier drinnen, diese vermummten Figuren, die dann in Italien die Menschen abgeholt haben. Das ist entstanden, diese große Arbeit, neben meiner Familie. Es hat sich meine Familie, wir haben ein sehr, sehr großes Haus in Zwettl. Das ist eigentlich mein Paradies, dieses Haus in Zwettl. Ich bin sehr gern am Gaußplatz, aber Zwettl ist mein Paradies. Und dort hat sich dann meine Familie mit mir isoliert. Es ist ja groß genug, früher haben 15 Leute drinnen gewohnt, wir waren jetzt 9. Und da haben meine Enkelkinder mitgeschaut und Ratschläge gegeben, aber die Ratschläge waren nicht sehr brauchbar und das ist in Zwettl entstanden. Das ist eine große Leinwand und behandelt eigentlich die Geschichte von Covid-2020 und ist so nebenbei entstanden. Man muss sagen, meine Bilder entstehen so immer nebenbei. Ich habe immer keine Zeit. Also das ist, ja. Du bist eine unglaublich vielbeschäftigte Frau, das ist wahr. Und das ist auch wunderbar zu sehen. Ich habe es mal so umschrieben auch, du bist wirklich ein Wirbelwind im positivsten Sinne, Energie geladen, auch in diesen durchaus schwierigen Zeiten. Was ich vielleicht noch kurz zu den Bildern anmerken möchte, ist, was mir sehr gut gefällt, und du hast das jetzt wunderbar ausgeführt, welche Inspirationsquellen hier in deinen Bildern zum Tragen kommen, dass hier Kunstgegenstände in den Werken vorkommen, vegetative Ansätze, dann oft Alltagsgegenstände, und dass das alles eigentlich gleichberechtigt Teil deines Werkes wird und Teil deines sehr, sehr persönlichen Weltkosmos wird. Aber oft habe ich den Eindruck, das ist alles nur Vorwand, weil eigentlich geht es doch in diesen Bildern, und da möchte ich fragen, ob ich das richtig verstehe, immer auch in erster Linie um Beziehungen zu anderen Menschen. Ob es jetzt die Lotte Ingrisch ist, die Friederike Mayröcker, der Erich Steininger oder viele andere. Ist das eine richtige Interpretation? Ja, das stimmt. Es geht wirklich um Beziehungen und auch um Erinnerungen. Wenn ich da so diese Arbeiten mache, dann fällt mir eben sehr viel ein. Zum Beispiel da ist eine Zeichnung, das ist der Kaktus meiner Mutter, den hat meine Mutter mir vererbt. Meistens schaut er ganz hässlich aus, also ab und zu blüht er und dann ist das wie 1001 Nacht. Und dann dahinter ist der Flaschentrockner. Den habe ich einmal, ich habe ja in Paris gelebt 2 Jahre, den habe ich einmal in einem Dachboden von einem Pariser Freund entdeckt und habe den gegen Kunst umgetauscht und jetzt gehört er mir. Und der ist sicher genauso alt wie der Flaschentrockner von Marcel Duchamp.
kommt sicher aus der gleichen Zeit. Allerdings ist er nicht so viel wert wie der von Marcel Duchamp. Tut mir leid. Gut, also das kommt alles in die Bilder rein. Im nächsten Bild sieht man wieder oben einen Vogel von Nils Hellety. Da hatte ich eine Einladung in Kopenhagen bei einer Ausstellung und habe den Nils Hellety kennengelernt. Man sieht diesen Vogel dort. Er ist ganz im Eck. Und er ist auf jeden Fall, vielleicht kommen mich einige Menschen, wenn Corona vorbei ist, auch in Zwettl besuchen. Das Haus steht ja manchmal allen offen. Allerdings, wenn ich arbeite, bin ich froh, wenn ich eine Ruhe habe. All diese Bilder und viele mehr, manche konnte man jetzt vielleicht nicht ganz gut sehen, weil wir hier doch ein bisschen auch eingeschränkt sind von den Kameraperspektiven. All diese Bilder und viele mehr sind in dem wunderbaren Kunstbuch dann auch nochmal in Ruhe anzusehen. Aber ich möchte jetzt zum Abschluss doch nochmal ganz kurz natürlich auch auf die Lotte Ingrisch zu sprechen kommen. Reinhard Link hat ja schon einiges darüber erzählt, auch was die Beziehung betrifft mit dem Gaußplatz. Aber magst du das nochmal kurz ausführen? Ihr habt ja nie gleichzeitig hier gelebt. Wie ist es da zu dieser engen Verbindung gekommen? Ja. Naja, die Lotte, mein geliebtes Schwesterlein, vielleicht sieht sie mich jetzt in der Hofburg, gell? Die Lotte hat ihre Kindheit und Jugend hier verbracht in dem Haus und ich bin ja später dazu gekommen. Aber das, was uns verbindet, ist wirklich der gemeinsame Personenkreis. Die Lotte hat meine Mutter gekannt, die hat die Nachbarn alle in dem Haus gekannt. Dann ich habe wieder ihre Mutter gekannt. Also wir haben ein gemeinsames Beziehungsnetz in Zwettl. Hat sie auch gewohnt mit ihren Katzen. Und jetzt muss ich erzählen, also Zwettl ist natürlich für mich auch insofern sehr wichtig, weil ich ja hauptsächlich auch im Garten arbeite. Diese Arbeiten sind hier alle im Garten entstanden. Ich weiß selber eigentlich gar nicht, wie ich dann irgendwie arbeiten kann. Ich habe nur dann so eine Lust zu arbeiten und dann passiert es halt. Also, jetzt bin ich woanders hingekommen. Lotte hat in dem Text Gaußplatz 11 geschrieben, das ist die Adresse, an die mein Herz bunte Postkarten schickt, leidenschaftliche Telegramme und Briefe. Und ich glaube, dass Lotte nie ausgezogen ist. Sie hat das auch so geschrieben. Und wir haben auch diese Erinnerungen gemeinsam. Sie kann sich an die blühenden Akazien erinnern, die vor unserem Haus einmal war, vor der Umgestaltung von diesem Gaußplatz. Sie kann sich daran erinnern, das ist so herzig, dass links und rechts das Geklingel von den Straßenbahnen war. Es ist links und rechts eine Straßenbahn vorbeigefahren und wir beide wissen das noch. Die anderen haben das alle vergessen, jetzt fährt ja nur mein Autobus, den hört man nicht mehr. Ja, also wir haben gemeinsame Erinnerungen, eine gemeinsame Biografie und daraus hat sich etwas wie eine, sie ist für mich Familie. Sie hat mir sehr viel Trost, sehr viel Stütze gegeben in schweren Zeiten. Ja, ich bedanke mich bei Lotte. Lotte. L plus L, so der Titel des Buches. Eine für mich rhetorische Frage, aber für unser Publikum sicherlich auch eine interessante Frage. Wie kam es zu diesem Buch? Naja, das verdanken wir dem lieben, lieben Reinhard Linke. Der hat diese Idee gehabt. Es war für mich selber eine ganz, ganz große Überraschung. Ich habe nie darüber nachgedacht. Und er kam mit dieser Idee. Lieber, lieber Reinhard, herzlichen Dank dafür. Ich finde, dass wir jetzt so viel Freude haben damit. Lotte hat sehr viel Freude. Ich habe sehr viel Freude. Danke. Herzlichen Dank. Wir haben, den Dank möchten wir auch sofort zurückgeben, wir haben eine große Freude mit dir, liebe Linde, und auch natürlich mit Lotte Ingrisch. Auch Gruß natürlich von meiner Seite hier vom Gaußplatz in die Hofburg. Ganz herzlichen Dank für diese schöne Zusammenarbeit. Mögen noch viele solcher Zusammenarbeiten folgen. Lieben Dank nochmal. Und jetzt möchte ich den Otto Lechner bitten, ein weiteres Stück zu spielen. Thank you.
Liebe Linde, danke für die Blumen und für die tolle Zusammenarbeit, wobei an und für sich Arbeit, die so große Freude gemacht hat, war eigentlich keine Arbeit. Und ich glaube, Günther, wir können da ruhig wieder weitermachen und fortsetzen. Ja. Dieses Buch hat zwei Hauptpersonen, Linde Waber und Lotte Ingrisch. Ein paar Sätze noch zur Autorin, wobei über Lotte Ingrisch zu reden, das würde die berühmten Eulen nach Athen tragen heißen. Sie ist 1930 in Wien zur Welt gekommen. Schwache in Mathematik müssen jetzt nicht nachrechnen. Sie hat im Juli ihren 90er gefeiert und man sieht es ihr keine Minute an. Sie hat ihr erstes Buch, einen Roman, im Jahr 1958 veröffentlicht und seither schrieb sie unzählige Romane, Theaterstücke, Hörspiele, Fernsehspiele, Krimis, Sachbücher und Libretti. Und unter anderem auch das Libretto zu Jesu Hochzeit. Das ist jene Oper, die wohl einen der größten Theaterskandale in Österreich nach 1945 ausgelöst hat. Die Musik dazu hat Gottfried von Einem geschrieben, jener Komponist, mit dem sie von 1966 bis 1996 verheiratet war. Lotte Ingrisch gründete unter anderem eine Schule der Unsterblichkeit. Sie propagierte eine Schulreform und sie setzt sich seit Jahren mit dem Tabuthema Tod auseinander. In diesem Buch L und L, Bild und Wort, finden Sie nicht nur das Libretto zu Jesu Hochzeit, sondern auch Texte aus 6 Jahrzehnten, von den Theaterstücken, wirklich böse Einakter, könnte man sagen, wie Vanillekipferln, bis zu den Krimis Die schöne Mörderin. Einer dieser Krimis hat auch den Schauplatz Gaußplatz 11. Es gibt Texte über das Waldviertel, unter anderem Liebeserklärungen an Zwettl, aber auch unter anderem die Waldviertler Lieder, die Gottfried von Einem wunderbar vertont hat. Es gibt Künstleranekdoten. Es gibt natürlich auch Auszüge aus dem Reiseführer ins Jenseits und bis zu dem Buch, das Anfang Jänner herausgekommen ist und das sie Anfang Jänner auch präsentiert hat, Die Quantengöttin. Es sind also heuer erschienene Texte in L und L, aber auch alte und auch möglicherweise ein bisschen in Vergessenheit geratene Texte. Wir schalten nun zu Lotte Ingrisch in ihre Wohnung, in die Hofburg in Wien. Die Wohnung liegt, wer es nicht weiß, aber das kann man googeln, natürlich in der Gottfried von Einem Stiege. Dort ist Bodo Hell, der mit ihr
nicht nur auch gemeinsam Projekte gemacht hat, sondern der jetzt auch mit ihr plaudern wird und die uns auch Texte präsentieren werden. Liebe Lotte, ich bin so froh, bei dir sein zu dürfen und dass du dich bereit erklärt hast, aus dem Buch zu lesen. Bevor du aber liest, will ich dir drei persönliche Fragen stellen. Ja. Die erste. Es herrscht ja allseits große Freude über unser neues Doppelbuch oder euer neues Doppelbuch, das ich mit der Linde und mit bedeutsamen Orten und Ausdrucksmöglichkeiten und Geisteswelten verbindet. Wie schon gesagt, vom 20. zum 1. Bezirk und zurück. Du bist mit uns jetzt hier in der Hofburg, wie schon gesagt wurde, genauer im Michaelertrakt, bei der Gottfried von Einemstiege zu sehen und zu hören, wo du wie in deinen drei Waldviertler-Domizilen geschrieben hast und vielleicht auch noch schreibst, also direkt aus der Wohnwerkstatt über der Michaelerkuppel zwischen Lipizzaner Karussell unten und Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek oben, wo dein Nachlass hoffentlich nicht rot, sondern gut bearbeitet wird. Aber zurück zum Gaußplatz. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an Gaußplatz 11, den Ort deiner Jugend und vielleicht auch Kindheit, denkst? Mir fällt ein der Hunger und mir fällt ein, wie ich gefroren habe. Das war nach dem Krieg und wir kehrten zurück. Ich habe damals in Zwettl gelebt und zwar bin dort in die Schule gegangen, ins Gymnasium. Und nachher bin ich auch noch dort gewesen, eine Zeit lang. Und da ist mir Folgendes passiert. Ich war ja immer eine Rebellin, aber eine fragende Rebellin. Und da wurde ich gezwungen, zur Heiligen Messe zu gehen. Und ich war nicht sicher, ob es Gott gibt, ob ich ihn jetzt empfangen habe als Hostie oder ob das alles nicht stimmt. Und ich bin in den Hof hinuntergegangen, ich wurde gezwungen zur Kommunion. Ich schlich mich hinunter in den Hof, der war damals noch nicht asphaltiert, sondern Erde, spuckte die Hostie aus und vergrub sie in der Erde. Und 5 Minuten später stand ich vor der Tür, da habe ich hinausgeworfen, und zwar samt meiner Matratze. Damals konnte man nur aufgenommen werden, es war noch Krieg, mit einer eigenen Matratze. Also ich stand ohne ein Groschen Geld, aber mit einer großen Matratze auf der Straße. Jetzt habe ich nicht gewusst, was ich anfangen soll. Und Gott sei Dank ist ein kleiner Bub mit einem Handwagen vorbeigekommen. Der war ungefähr so alt wie ich und der hat alles mögliche Klumpert aufgeladen gehabt. Und wie er mich gesehen hat, hat gesagt, wenn du willst, kannst du eine Matratze auch aufladen. Und dann sind wir 2 Tage zu Fuß von Zwettl nach Wien gewandert. Mit einem Handwagen, das haben wir gezogen und geschlafen haben wir in den Ställen auf dem Strohhalm und genährt haben wir uns, ja, was wir gefunden haben, auf dem Feld Früchte, also ich weiß nicht, kannst da irgendwas, was halt wachsen, willst du üben oder was, haben wir uns genährt und 2 Tage später sind wir eben zu Fuß in Wien angekommen, haben uns auf die Stufen gesetzt am Gaußplatz und haben alle 2 schallend gelacht. Leider habe ich seinen Namen nie gewusst oder vergessen. Ich hätte ihn gern wieder gesehen und mich gemeinsam mit ihm an unser Abenteuer erinnert. Ja, das fällt mir ein, wenn ich an den Gaußplatz denke. Eine wunderbare und gar nicht traurige Geschichte. Nein, traurig war ich eigentlich nie, aber von Natur aus ein fröhliches Gemüt. Sehr gut. Die 2. Frage, die ich dir stelle, die hängt zusammen mit dem 1. Prosaband der schönen Mörderin, den du 1994 herausgebracht hast, zur gleichen Zeit wie das Buch Gaußplatz 11. Und in diesem, der auch in dem neuen Buch wieder aufgenommen ist, und da gibt es eine Kriminalgeschichte von einer jungen Detektivin namens Flo Lerner, das habe ich mir gemerkt. Und diese junge Frau, was macht sie? Auf ihren Recherchen, sie geht zum Gaußplatz 11 und läutet bei einer Wohnung an und wer macht auf?
Linde Waber. Die kommt also in deiner Geschichte vor. Meine Frage ist es, ob du das nur als augenzwinkernd vorgestellt hast dir, dass du die Linde vorkommen lässt, oder dass du überzeugt bist, dass wir in mehreren Realitäten leben, also auch in deinen Erfindungen und seines Mordgeschichten auftreten können. Also ich vermute, dass es tatsächlich parallele Universen gibt und parallele Welten und dass wir scheinbar unbemerkt von einer in die andere parallele Welt wandern und unser Leben weiterführen. Das heißt, wir haben gleichzeitig viele Biografien in verschiedenen Wirklichkeiten. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Es wäre ein bisschen fad, in einer einzigen Welt zu leben. Wir leben in vielen parallelen Welten. Du hast schon von der Matratze und den schlechten Zeiten gesprochen. Da gibt es noch eine Erzählung unter den Mordgeschichten drinnen, die ganz phantasmagorisch daherkommt und ganz, in meinen Augen, ganz exzellent geschrieben ist in der Verknappung des Geschehens und in der seelischen Durchdringung einer Hauptfigur, nämlich eines polnischen Offizierssohn, der gerade aus einem Internierungslager zurückkommt, ins unmittelbare Nachkriegs-Wien, nämlich auch in die Welt des Hungers und der Gier und der Übervorteilung, aus der er gerade kommt, 1960 geschrieben. Wieso hast du diese Geschichte mit dem Titel Die Ruinen im Tschernobyl-Jahr 1986 noch einmal überarbeitet? Das war die dritte Frage. Und wie habe ich es dann genannt? Ich merke bei den Titeln meiner eigenen Bücher schon immer mehr. Ich glaube, Amour Noir. Amour Noir. Oh ja, und die Figur, die ich damals also beschrieben habe, das war mein lieber Freund Igor Caruso. Igor Caruso war ein sehr, sehr berühmter Wissenschaftler. Er war eigentlich der Begründer der Tiefenpsychologie. Er war Psychotherapeut, Psychiater und wir waren enge Freunde. Also wir waren eigentlich mehr als enge Freunde. Er war ein Teil meines Lebens und ich Teil seines Lebens. Und ich habe in diesem Buch, habe ich ihn genau beschrieben und seine Nachkriegserfahrungen. Und viel, viel später haben wir uns getroffen und ich habe ihm gesagt, entschuldige, ich hab dich als Hauptfigur meines letzten Romans verwendet und ich habe dich Tarski genannt. Sagt er, warum Tarski? Sagt er, ja, das war ein Mathematiker, ich weiß nicht, ich habe gefunden, der Name passt so gut zu dir. Und dann haben wir uns unterhalten über die damaligen Zeiten und in denen zum Beispiel seine erste Frau in einem Konzentrationslager umgekommen ist und er hat sehr gelitten. Und wir kannten diese Zeit des Hungerns und Frieren, wir haben sie beide erlebt. Wir haben aber auch dann was Schönes erlebt, denn wir waren russisch besetzt damals in unserem Bezirk und es gab den russischen Wodka. Und ich kann mich erinnern, der Igor und ich, wir haben den russischen Wodka aus Bierkrügeln getrunken und uns entsprechend benommen. Das geht auch in die Erzählung ein, allerdings in einem Nachtlokal, wenn ich das verraten darf. Ja. Jetzt ist es 40 Jahre her, dass du zu einer Zeit, da Österreich und Wien in der Kreisky-Ära kurz zum Brennpunkt der Welt geworden ist und der Weltpolitik, siehe das Abrüstungsabkommen Salt II und das Treffen Arafat, Bruno Kreisky und Willy Brandt, alles 1980. Siehe auch die Übernahme der UNO-City durch die Vereinten Nationen ein Jahr nach Zwentendorf, dass du in einem scheinbar weltoffenen Klima hierzulande mit deinem Opernlibretto zu Jesu Hochzeit den größten Bühnenskandal der Zweiten Republik, wie Reinhard Linke schon erwähnt hat, vor Thomas Bernhards Heldenplatz ausgelöst hast. Also den Skandal habe ich überhaupt nie verstanden. Der Thomas Bernhard, der hat den Skandal eigentlich inszeniert. Aber ich habe bei Jesu Hochzeit den Skandal nicht inszeniert. Ich war völlig verzweifelt darüber, denn ich habe das Libretto in großer Liebe zu Jesus geschrieben. Und ich kann mich erinnern, der Gottfried hat, als ich das Libretto auf seinen Wunsch anfing zu schreiben, hat er gesagt, du, ich kann mir eigentlich Jesus als Frau vorstellen. Und ich, dumm wie ich damals noch war und sicherlich halt auf eine andere Weise geblieben bin, ich habe damals gesagt, ja, aber er war doch ein Mann.
Und der Gottfried hat die Achseln gezuckt und hat gesagt, naja, wie du meinst. Inzwischen wissen wir, dass Jesus vielleicht gar nicht historisch war. Es sind damals viele Menschen gegangen und haben Hände aufgelegt und gesagt, sie sind die Erlöser der Welt. Ich meine, ich habe das Libretto voller Liebe geschrieben, denn was Jesus verkündet hat, das war einfach die wunderbarste Lehre, die es überhaupt gibt. Und ich glaube eigentlich schon, dass er historisch war. Aber alle seine Lehren sind eigentlich seine Lehren. Und das Mitleid, das Verzeihen, die Güte, das sind alles weibliche Eigenschaften. Also Jesus ist eigentlich die Weiblichkeit in aller Schönheit und Güte in Person. Ich habe es damals nicht verstanden. Aber jedenfalls habe ich das Textbuch in großer Liebe geschrieben. Und der Skandal hat mich völlig verzweifelt gemacht. Und eine sehr üble Rolle hat damals der polnische Papst gespielt, der mir das Leben zur Hölle gemacht hat und also dauernd gegen mich gepredigt hat. Und ein Jesuit hat damals zu uns gehalten, das war der Pater Focke. Und der hat persönliche Rüffel vom Papst deshalb gekriegt. Aber der hat zu uns gehalten. Aber sonst waren wir eigentlich von Feinden umgeben. Und ich war verzweifelt, dass ich Gottfrieds wunderschöne Oper praktisch ruiniert habe mit meinem Text. Und über die Musik hat der Sinkowitsch mir einmal gesagt, der Willi hat gesagt, die Oper, die Musik von Jesu Hochzeit von Gottfried, die ist eine die war die größte Oper musikalisch, die ist genauso stark wie der Danton. Und mit meinem Text habe ich sie fast zum Verstummen gebracht. Ich hoffe, sie erklingt wieder bald und oft und viel. Man wundert sich, dass es damals so möglich war, dass das einen Skandal ausgelöst hat. Aber bei neuen Erstarken der sozusagen konservativen Kräfte ist es ganz aktuell, finde ich, wenn man den Text liest. Und du hast ja nicht nur Jesus sozusagen zur Frau machen wollen, sondern du hast auch den Tod zur Tövin gemacht. Ja, und der Tod ist, in mehreren Sprachen ist er ja weiblich. In Französisch ist er weiblich, in Russisch ist er weiblich, in Chinesisch ist er weiblich. Und der Tod, ich meine, der Tod empfängt uns, wenn wir sterben, ja wie eine Frau. Er umarmt uns und lässt uns eingehen in sich, in die Erde hinein. Wir sterben in die Arme der Tödin. Und außerdem war die Kirche damals und ist es bis heute geblieben, total patriarchalisch. Er war total patriarchalisch. Also Jesus musste ein Mann sein, aber vielleicht war Jesus eine Frau. Die Frage lassen wir offen. Bist du so lieb und liest uns etwa 10 Minuten aus dem Libretto vor? Mit großer Freude. Das Mädchen Magdalena steht vor der Ruine einer Kirche nachdenklich. Gibt es Gott oder hat uns der Zufall erschaffen? Oder löscht der Zufall uns aus? Gibt es Gott? Oder sollen wir die Welt und den Zufall verändern? Oder sind wir allein? Gibt es Gott? Wir wissen es nicht. Aber es gibt viele Geschichten von ihm. Eine davon wollen wir spielen. Vielleicht ist sie wahr. Im ersten Akt kommen Maria und Josef fröhlich auf die Bühne. Beide sind jung und hübsch. Maria: Ich bin die Jungfrau Maria aus Bethlehem und ich habe so einen lieben Bräutigam, der im Schlaf, als ich es nicht wusste, mir das Diadem meiner Unschuld in den Blumen nahm. Josef: Gegrüßet seist du, Maria. Die Nacht war lang, Mond und Sterne wollten auch nicht untergehen. Und ich war vor lauter Sehnsucht nach dir sterbenskrank. Küss mich schnell, sonst ist um mich geschehen.
Maria küsst ihn nicht. Josef, du kamst nicht in den Garten. Vom Himmel kam der Abendtau, der Morgentau. Du kamst nicht. Maria geht langsam auf ihn zu, lehnt ihren Kopf an seine Schulter. Josef, ich erwarte ein Kind. Josef, na freilich ich auch, jedes Jahr eins. Hab Geduld, bis wir verheiratet sind. Maria, aber du hast keine Geduld gehabt. Josef, Maria, was erzählst du mir da? Maria, nichts Neues, ist schon anderen passiert. Josef, ich verstehe nicht dein Wort. Er begreift plötzlich, ich verstehe. Eine Welt stürzt in ihm ein. Von wem erwartest du ein Kind? Maria, das fragst ausgerechnet du? Josef tritt zornig zurück. Ich hab dich nicht angerührt. Maria, traurig. Geh, Josef. Er greift seinen Arm. Wer soll's denn sonst gewesen sein? Josef, nenn seinen Namen. Maria, die ganze Welt heißt Josef für mich. Josef, drohen. Du liebst einen anderen. Liebst du einen anderen? Maria, warst es nicht du? Was halt der Wind? Josef, ich bin betrogen. Maria, betrogen bin ich. Josef und Maria, betrogen, betrogen, betrogen. Beide, wer soll der Vater sein? Wer soll der Vater sein? Josef stößt Maria von sich. Der Engel des Herrn erscheint im blendenden Licht hinter Josef und Maria vor dem Altar. Engel des Herrn, Vater ist der Herr. Sein Wort wird Fleisch und sein Gedanke Blut. Die ganze Welt entspringt als Quell aus Gott. Gebäre Maria seinen Sohn als Josefs Weib. Maria und Josef erschrecken und schauen sich um. Als sie den Engel erblicken, wollen sie fliehen. Vor Gott kann keiner fliehen. Er hat euch auserwählt. Josef und Maria drängen sich aneinander wie furchtsame Kinder. Sie halten sie an den Händen und zittern. Josef, warum denn gerade uns? Es gibt so viele Leute. Maria, wir haben doch gar nichts getan. Josef, er soll uns in Ruhe lassen. Bestell's ihm die Botschaft, Herr Engel. Engel des Herrn, euer Sohn wird die Welt erlösen. Josef schüttelt den Kopf. Dankeschön, lieber nicht. Es ist schon so alt, die Welt. Und bisher ganz gut ohne Erlösung auskommen. Wir wurschteln schon weiter, wir haben eine große Übung in der Unvollkommenheit. Außerdem kommt sie so, nie was Besseres noch. Er legt seinen Arm schützend um Maria und tritt nun beherzt mit ihr von den Engel des Herrn. Wir sind nur zwei junge Leute aus dem Volk, die sich gern haben und heiraten wollen. Was hätten wir mit der Welt zu schaffen oder gar mit dem Himmel? Maria, ich wünsche mir ein einfaches Leben, gesunde Kinder, einen braven Mann und Feuer im Ofen, ein Dach über dem Kopf, Brot, Wein und friedlichen Schlaf. Josef und Maria knien vor dem Engel nieder. Wir wollen nur ein einfaches Leben, gesunde Kinder, einen braven Mann, eine brave Frau und Feuer im Ofen, ein Dach über dem Kopf, Brot, Wein und friedlichen Schlaf. Der Engel des Herrn reißt das rote Tuch vom Altar und entblößt das Galgenkreuz. Engel des Herrn, wehe denen, die Gott auserwählt hat. Er lässt das rote Tuch in den Dornbusch fallen. Josef und Maria wieder allein, stehen benommen auf, schauen sich um. Das blendende Licht ist erloschen. Es wird während der ganzen Szene immer dunkler. Maria zeigt auf das Galgenkreuz. Was ist das für ein Kreuz? Josef, wird einer dran hängen? Wird einer dran sterben? Ein armer Mensch. Maria, wer wird dran hängen? Wer wird dran sterben? Sie geht langsam auf das Kreuz zu, Josef. Wir kennen ihn nicht. Maria, schaudernd unterm Kreuz. Warum wird mir auf einmal so kalt? Warum scheint die Sonne nicht mehr? Josef, ich fürchte mich. Josef, ich bin ja bei dir. Schau, wie die Blumen blühen.
Ach, wie die Vögel singen. Du hast nur einen bösen Traum gehabt. Josef und Maria fassen sich zögernd an den Händen. War alles nicht wirklich? War alles nicht wahr? War alles nur ein Traum? Drehen sich wie Kinder miteinander im Kreis. Lass Gott uns versäumen. Lass Gott uns verträumen, das Kreuz. Lass es blühen als Baum. Sie küssen sich unterm Kreuz und tanzen singend ab. Josef und Maria zur Melodie ihres Auftrittslieds. Ich bin der Zimmermann Josef, die Jungfrau Maria aus Bethlehem. Und ich möchte nichts anderes sein. Gott persönlich ist nicht angenehm. Und viel lieber bleibt der Mensch allein. Die Tödin zieht mit einer Laterne ein. Sie ist ein schönes Weib und ganz in einem Kapuzenumhang aus schwarzem Samt gehüllt. Nach Nachtwächterart singt sie. Kommt ihr Leute und lasst euch sagen, eure Stunde hat geschlagen. Zieh euch ab, Fleisch, Haar und Haut. Ich bin eure schöne Braut. Der Chor der Sterblichen in lauter Schattierungen grau gekleidet, hüpft und kriecht von allen Seiten auf die Bühne, gezeichnet von den Krankheiten des Leibs und der Seele. Wer ruft? Wer ruft? Wer ruft uns am Abend? Tödin, die Braut! Der Knabe Lazarus, schwarz-weiß gekleidet, tritt auf. Ich habe keine Braut. Gestern noch war ich ein Kind. Wenn mein Herz heute erwacht, hat die Welt sich verwandelt. Er streckt sehnsüchtig die Arme aus. Willst du mich haben? Die Tödin ergreift seine Hände und zieht ihn an sich. Wie heißt du? Lazarus. Soll ich meinen Mantel für dich öffnen, Lazarus? Ich schäme mich. Ich sah noch keine Frau. Tödin, sieh mich an. Sie öffnet ihren Umhang. Unter dem Samt erblickt man ein nacktes Gerippe. Lazarus, nein, verhüllt seine Augen. Chor der Sterblichen, die Gevatterin tot, die Gevatterin tot, die Tödin, die Tödin, die Tödin. Lazarus sinkt ihr zu Füßen. Hab Mitleid mit mir. Chor der Sterblichen, hab Mitleid mit uns. Lazarus, noch ist der Frühling nicht vorbei. Das Leben ist so schön. Chor der Sterblichen, das Leben ist das Leben. Ob es schön ist oder nichts, wer fragt danach? Wir haben nichts anderes. Lazarus, ich hasse dich. Wie kann ein Mensch vergehen, der fühlt und träumt und sich erinnert? Gib mich frei, flieht vor ihr. Die Tönen verfolgt ihn. Du gehörst mir, Chor der Sterbliche. Lauf, lauf, lauf um dein Leben. Wenn du es verlierst, bist du verloren. Keiner findet dich mehr. Lazarus wird von der Tödin durch die Kirche gejagt. Hilfe, Hilfe, lass mich nicht allein. Tödin, vor mir ist jeder Mensch allein und die Welt fällt von ihm ab. Lazarus versucht, sich in die angstvoll vor ihm zurückweichenden Sterblichen zu verkrallen. Ich halte sie fest, ich lasse nicht los. Solange die Welt zwischen uns ist, gibt es dich nicht. Flieht auf die Kanzel. Die Tödin schreitet langsam die Stufe der Kanzel hinter ihm hinauf. Bald ist nichts mehr zwischen dir und mir. Streckt die Hand nach ihm aus. Chor der Sterblichen. Kämpf, kämpf, kämpf um dein Leben. Du hast nur das eine. Gibst du es auf, gehst du unter. Lazarus winkt mit der Tödin, die sich seiner bemächtigt. Nimm alles, was ich habe. Meine Jugend, meine Schönheit, meine Freude. Elend, hässlich und alt will ich sein. Aber ich will sein. Die Tödin erwürgt Lazarus. Du warst. Lazarus sinkt über der Brüstung der Kanzel zusammen, sodass Kopf und Arme über dieselbe herabhängen. Chor der Sterblichen. Wir leben, wir wissen nicht, wann und warum. Tödin beugt sich über den Chor. Die Tödin, sie jagt euch zu den Schatten. Die Tödin, sie jagt euch in die Nacht. Die Farben erlöschen, die Vögel verstummen. Die Sonne geht nie wieder auf.
Chor der Sterblichen. Wir leben, wir sterben. Töten. Die Jägerin jagt euch durch das Leben. Die Jägerin jagt euch in den Tanz. In den Tanz, in den Tanz. Chor der Sterblichen. Die Kanzel umringend. Klagen. Noch ist der Frühling nicht vorbei. Das Leben ist so schön. In den Tanz, in den Tanz, in den Tanz. Tödin von der Kanzel steigen. Die Tödin macht euch Hunger. Die Tödin macht euch Durst. Die Tödin macht euch Liebe. Chor der Sterblichen stürzt sich schreiend auf die Tödin. Liebe! Stürmt angeführt von der Tödin den Garten seiner Gebrechen. Lastasten kriechen, hüpfend über die Bühne. Tödin und Chor der Sterblichen, lasst uns fressen, saufen, huren. Morgen seid ihr, morgen sind wir tot. Denn wir stehen und gehen wie Uhren. Chor der Sterblichen, wir sind deine Kreaturen. Tödin, triumphierend am Altar. Es gibt keinen Gott. Kannst du dir vorstellen, liebe Lotte, dass anstatt des Jägermann oder auf der Seite des Jägermanns, sozusagen als zweite Aufführung bei den Salzburger Festspielen, dieses Stück einen viel besseren Erfolg hätte oder noch einen gleichen Erfolg hätte wie der Jägermann selbst, der in einer altertümlichen Sprache, in einer künstlichen Sprache ausgehalten ist? Ich kann es mir vorstellen und wünsche es mir sehr, denn es ist genau das Problem unserer Zeit. Wir fragen uns, wir haben alle so große Sehnsucht nach einer Zeit, in der wir alle eine Einheit gewesen sind. Wir waren Teile eines größeren Ganzen. Und dann kam der Big Bang, der Urknall, und riss uns auseinander. Und wir sind lauter Einzelne. Und wir sehnen uns nach der Zeit, in der wir nicht allein, sondern Teile eines Ganzen waren. Und wir fragen uns, gibt es Gott oder sind wir allein? Gibt es Gott? Es ist die Frage unserer Zeit und wir haben noch keine Antwort gefunden. Aber wir suchen, suchen und suchen sie. Warum nicht in Salzburg bei dem Festspielen? Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Das war Lotte Ingrisch, die Fragen gestellt hat Bodo Hell. Und ich glaube, man könnte Lotte die ganze Zeit zuhören, wenn sie das komplette Libretto liest von Jesu Hochzeit. So spannend war das. Es war echt das Gänsehautgefühl. Und vielleicht wird Jesu Hochzeit als Theaterstück einmal gezeigt. Salzburger Festspiele wären wirklich ideal. Und da sieht man, welche Theaterpranke Lotte Ingrisch hat, welche Handschrift ihre dramatischen Texte haben, welche Schärfe, welche Brisanz und auch welche Kraft. Und wir haben auch zwei Einakter in dem Buch L&L, beide entstanden in den 60er Jahren. Und da ist nicht nur schwarzer Humor dabei, sondern da geht es auch um eines der zentralen Themen, um die es auch in die Texte von Lotte Ingrisch geht, um das Leben, um das Sterben, um den Tod. Jetzt aber freut es mich, dass ich ansagen darf, Anne Bennent und Otto Lechner. Ich grüße dich, Lotte Ingrisch. Ich freue mich sehr, dir heute auf dieser seltsamen Weise zu begegnen und durch deine Texte und hier am Gaußplatz, wo inzwischen die Tannenbäume aus dem Waldviertel gewachsen sind. Und ich bin herumgelaufen im Atelier von Linde und ich habe eine Quantengöttin-Krone gefunden, die ich mir jetzt aber wirklich nur für dich aufsetze, weil es ja auch Fasching ist und bald die drei Könige kommen. Und ich habe auch den Gott Pan gefunden, der sicher auch in deinem Garten erschienen ist. Und ich habe ein Quant gefunden und ich lese jetzt aus Quantengott und Quantengöttin. Ich
bin nicht verloren. Gottfried von Einem hat den Tod nicht gefürchtet, denn er gehörte zu den lebendigen Toten, den Toten Lebendigen. Und er komponierte nicht nur, er war Musik. Die Musik von Sonne, Mond und den Sternen. Da steht ein seltsamer Satz über den Tod in seiner Autobiografie. Ich bin nicht verloren, aber auch nicht mehr ich selbst. Wer ist man, wenn man nicht mehr man selber ist? Man selbst ist? Wer ist man? Weniger? Oder ein anderer? Ich ist ein anderer, schreibt der französische Symbolist Arthur Rimbaud. Nicht ich bin und die anderen, die wir auch sind, fließen sie ineinander oder sind sie durch Ufer reguliert, also getrennt? Der Mensch, schreibt Einstein, ist ein Teil des Ganzen, das wir Universum nennen. Ein in Raum und Zeit begrenzter Teil. Wir erfahren uns, unsere Gedanken und Gefühle als etwas vom Rest Getrenntes. Eine Art optischer Täuschung des Bewusstseins. Diese Täuschung ist für uns eine Art Gefängnis. Als sich für Gottfried von Einem die Türen dieses Gefängnisses zu öffnen begannen, ahnte er, der Tod wird über mich kommen wie ein Wunder. Und so war es. Er ist lächelnd gestorben. Schon als Kind hat er Musik gehört, für die es keine Noten gibt. Vielleicht existiert wie dunkle Materie auch dunkle Musik. Und diese dunkle Musik hat ihn ein Leben lang verzaubert und verstört. Der ganze Himmel ist Harmonie und Zahl, sagt Pythagoras. Wie Pythagoras Zahlen erkannte Gottfried Noten als Wesen. Und für beide ist die Natur der Seele Musik. Fechner, der Nana oder über das Seelenleben der Pflanzen geschrieben hat, sagt, aber das Bewusstsein ist nicht auf den Menschen beschränkt. Da trifft er einen anderen, leuchtenden, für den der Kosmos ein lebendiger Organismus ist, in dem es nichts Totes oder Leeres gibt. Giordano Bruno. Die Natur, sagt Bruno, den die Inquisition lebendig verbrannte, ist Gott in den Dingen. Sein Schatten ist die Welt, sind die unendlich vielen, weiten, belebt, beseelt, bewusst. Die Seele wandert in den Reichen der Menschen, Tiere, Pflanzen und Steine. Sie kann den Körper verlassen und ohne ihn existieren. Sie kann mehr als nur einen Körper beleben. Und sie kann von dieser in eine der unzähligen anderen Welten eingehen. Die Seele des Menschen ist dieselbe wie die der Fliegen, der Austern, der Pflanzen. Wesensgleich, da jede lebendige Seele Anteil an der Weltseele hat. Der Leib ist in der Seele, wie die Seele im Geist ist und der Geist in Gott ist. Im Quantengott, der Teilchen und Welle, alles und nichts, nirgends und überall ist. Der Gott der Zukunft ist ein Quantengott, ein Deo, eine Dea Ludens. Die Welt ist ein Spiel und er spielt es mit uns. Als Toter regt er sich beständig zu neuem Leben an. Unendlich groß, unendlich klein, ein göttlicher Spaß, den wir Evolution nennen. Er hat alle Namen und keinen. Seine Religion kennt keine Gebote, keine Gebete, kein Du.
Die Propheten des Quantengottes sind Parmenides und Heraklit. Der eine hat das ewige Sein, der andere das ewige Werden gelehrt. Aber Sein und Werden sind eins. Die Prediger des Quantengottes sind der Physiker Helmut Rauch, Lotte Ingrisch und Sie vielleicht auch? Es gibt kein Ich, keine Zeit, keinen Tod. Jetzt, Helmut Rauch, bist du gefragt. Du kennst die physikalische Welt und den physikalischen Leib. Und du kennst mich, eine aufrichtige und völlig normale Person. Wenn ich dir sage, dass ich hunderte Male meinen Körper verließ und als Photonen oder was immer durch den Sternenhimmel flog, wirst du mir glauben? Und vor allem, kannst du es erklären? Helmut Rauch, ich dachte über Lottes Anliegen nach. Diese Frage ist sicherlich nicht vollständig zu beantworten, zumal ihre Begriffe nicht voll kompatibel mit den Begriffen der Naturwissenschaft sind. Jedoch unsere Experimente haben gezeigt, dass man ein System mit mehreren Eigenschaften in Einzelteile zerlegen kann. Das heißt, dass auch Körper und Geist getrennt werden können und auch wieder zusammenkommen können. Statt Körper und Geist kann man auch Körper und Information oder Körper und Seele als komplementäre Größen ansehen. Es sieht so aus, als ob wir alle in einem großen schwarzen Loch enden werden, aus dem weder Materie noch Photonen austreten können. Man sollte sich das als ein extremes Lichtbündel vorstellen, in dem der Raum extrem gekrümmt ist und die Zeit beliebig langsam vergeht bzw. zum Stillstand kommt. Geist und Materie. Gegensätze, die sich ineinander verwandeln. Das könnte sogar Sinn und Amt des Lebens sein. Materie wird Geist, Geist wird Materie. In der Physik kann ein Teilchen verschwinden und irgendwo anders taucht es als ein anderes auf. Verschwunden, ist es immateriell? Das ist eine Frage, keine Antwort. Die Quantenreligion ist eine Religion der Fragen. Dass Materie verdichtete Energie ist, wissen wir schon, aber Geist, was ist Geist? Da kommen wir schwer ohne Gott aus. Oder gibt es nur Energie, deren niedrigste Stufe Materie ist und deren höchste Stufe Geist, persönlicher Geist? Helmut Rauch, durch neuere Entwicklungen in Berkeley und Paris könnte doch jedes Elementarteilchen eine eigene Identität haben. Lotte, danke Helmut. Wenn jedes Elementarteilchen eine eigene Identität hat, hat es vielleicht auch eine Seele? Sterblich und unsterblich? Oder im wissenschaftlichen Dialekt der Quantenphysik
sowohl als auch, sowohl sterblich als auch unsterblich. In der Quantenreligion ist die Seele sterblich und unsterblich zugleich. Wie auch wir lebendig und tot sind, zwei einander überlagernde Zustände des Bewusstseins, die immer wieder ineinander übergehen. Und die Wiedergeburt, ein Teilchen verschwindet in einem anderen Teilchen und kommt als ein anderes wieder heraus. Wie viele Biografien hat ein Teilchen, ein Quant? Der Tote schwingt nicht mehr. Schwingt die Seele? Gelten auch für sie die Gesetze der Physik? Der Tod trennt uns von der Materie. Verändert der Tod unsere Frequenz? Werden Tote unsichtbar, weil ihre Frequenz sich erhöht? Ich erinnere mich. Mein Freund Hugo Damian Graf Schönborn, Vater des Kardinals Christoph Schönborn, rief mich eines Nachts in Rindelberg an und sagte: Ich weiß jetzt, wie sich Steine bewegen. Damian, stöhnte ich, es ist 2:30 in der Nacht. Egal, das ist wichtig genug. Langsam, Steine bewegen sich so langsam, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. Jetzt war ich putzmunter. Du meinst, wenn sich etwas sehr langsam bewegt? Ja, sagte er, oder sehr schnell. Wir nehmen nur Frequenzen von bis wahr. Was darüber oder darunter ist, wird unsichtbar. Lebendige haben eine niedrige Frequenz und nehmen einander wahr. Sterbend werden wir unsichtbar. Haben Tote eine höhere Frequenz, die sie unsichtbar für uns macht? Ist der Unterschied zwischen Lebenden und Toten ein Frequenzunterschied? Manchmal geschieht es, dass unsere eigene Frequenz sich vorübergehend erhöht. Dann können wir Tote sehen. Mein Mann Gottfried von einem sah Tote. Ich auch. Aber viel seltener. Nur für Momente. Wie viele Welten gibt es? Unendlich viele. Welten können einander durchdringen, ohne dass wir es bemerken. Nur, dass manchmal etwas verschwindet und an einem anderen Ort wieder auftaucht. Ich erinnere mich an einen Schauspieler des Wiener Volkstheaters, der an einem heißen Augusttag in seinem Zimmer zwei Schneebälle entdeckte. Meine Schuhe waren 6 Wochen lang in einer anderen Welt. Dann standen sie neuerlich vor meinem Bett. Es scheint uns doppelt zu geben, vielleicht sogar mehrfach als dieselben und doch nicht dieselben. Erkennen Sie sich? Bleiben Sie einander fremd? Könnte das Jenseits ein paralleles Universum sein? Die Toten wissen oft lange nicht, dass sie gestorben sind. Denn sie selbst und ihre Umgebung haben sich kaum verändert. Vielleicht haben wir auch parallele Seelen, eine diesseitige und eine jenseitige. Nur die diesseitige Seele wechselt den Leib, wandert von Gestalt zu Gestalt, von Schicksal zu Schicksal, bis sie von der Zeit und allen Gefühlen erlöst wird. Die jenseitige Seele ist unsterblich und gehört einer anderen Welt an. Der Mensch stand und steht immer noch zwischen Sonnen- und Todeswelt, zwischen dem Totengott Osiris und dem Sonnengott Re. Wohin geht die Sonne, wenn sie versinkt? Wohin gehen wir, wenn wir sterben?
Und Liebe? Ist Liebe ein Gefühl? Nein, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist ein Zustand. Der Zustand vollkommener Einheit mit allem, was ist. Die höchste aller Schwingungen. Vielleicht glauben wir deshalb, Gott wäre die Liebe. Die Liebe, das Licht, die Unendlichkeit. Danke, Linde. Danke, Lotte. Danke, Otto. Danke, Anne Bennent. Danke, Otto Lechner. Kann man Texte von Lotte Ingrisch eigentlich, kann man da Musik dazu machen? Wir haben da, wenn Sie genau aufgepasst haben, Sie haben das auf und ab gehört, Sie haben das Telefonklingeln gehört. Fantastisch. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ja. Lotte stellt Fragen wie, wie bewegen sich Steine? Langsam. Sie stellt auch viele, viele andere Fragen noch in ihren großartigen Texten. Günther, ich darf dich jetzt bitten, dass du zu mir kommst. Ja, alles geht einmal zu Ende. Auch diese Online-Buchpräsentation, ich habe es am Anfang gesagt, der besonderen Art. Ich glaube, das war auch eine besondere Art und ganz, ganz toll. Braucht man eigentlich noch analoge Buchpräsentationen oder Ausstellungseröffnungen? Doch, in der Kunstgalerie. Man braucht dieses sehen können, wie die Bilder von der Linde etwas, ein Buch angreifen können, drinnen blättern, Musik hören können, ein Glas Wein vielleicht dazu trinken. Großartig. Das war die Online-Präsentation von L&L, Bild und Wort. Ein Buch über Linde Waber und Lotte Ingrisch, aber die beiden haben den Stoff dazu geliefert. Texte aus 6 Jahrzehnten, Bilder aus den letzten Jahren, ganz, ganz toll. Das Buch ist in der Literaturedition Niederösterreich erschienen, knapp 260 Seiten, mehr als 200 Bilder. Und ich darf da zum Schluss auch die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zitieren, die gesagt hat, in 8 Tagen ist Weihnachten, ist eigentlich ein tolles Weihnachtsgeschenk. Wir bedanken uns, Günter Oberhollenz und ich, bei allen, die bei dieser Buchpräsentation dabei waren, bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Wir bedanken uns besonders auch bei Hermann Dikovic und Gabriele Ecker vom Land Niederösterreich, von der Kulturabteilung, die online dabei waren, wie sie sich natürlich bei einer Buchpräsentation gehört. Bei Julia Stattin von der Literaturedition Niederösterreich für die, glaube ich, engagierte und umsichtige Betreuung des Projekts. Und danke, liebe Julia, es war wahrscheinlich nicht ganz einfach mit uns, das geben wir zu, oder? Bei Anne Bennent, bei Otto Lechner und bei Bodo Hell. Natürlich auch für jene fleißigen Helferlein, die Sie nicht sehen können, weil Sie am Mischpult sitzen bzw. auch hinter den Kameras gestanden sind. Und natürlich, last but not least, die beiden Hauptprotagonistinnen bei Lotte Ingrisch in der Hofburg und bei dir, liebe Linde, Linde Waber, als Gastgeberin. Und jetzt kommt dann noch Musik, außer wir kennen die liebe Linde, sie möchte noch etwas sagen, sie wird auch noch etwas sagen. Ja, ich wollte mich herzlich bei Wolfgang Bledel und bei seiner Tochter, bei der Lisa und beim Elmar Bertsch in der Hofburg bedanken, weil ohne diesen enormen Aufwand, ja, wäre das nicht so gut über die Bühne gegangen. Danke. Thank you.
Musik.